Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Mad Games Tycoon. Die erste Folge kam ja ganz gut bei euch an, das freut mich natürlich. Und wir machen gleich direkt weiter. So, ich werde heute zwei Folgen aufnehmen, das heißt die Freitagsfolge, die kommt direkt dann noch raus und auch gleich die Folge für Sonntag. Weil ich morgen nicht weiß, wie weit ich Zeit habe, was aufzunehmen. So, wir haben ja ein Spiel schon rausgebracht und sollten uns jetzt ranmachen, ein neues zu entwickeln. Wir haben ja, beziehungsweise haben wir auch Sachen, wir haben eine Auftragsarbeit, wir können Spieleentwickler unterstützen. Das sind also Sachen. Achso, da können wir ein anderes Spiel unterstützen. Das heißt, wenn wir was programmieren, können wir sagen, wir machen mit. Okay. Das finde ich schon mal gut, weil es wird leider nicht, so ein Tutorial war nicht alles drin und ich weiß nicht, wie weit wir da noch weiter Unterstützung bekommen. Entwickle Spiele-Updates. Können wir wahrscheinlich eine Aufwertung für ein Spiel machen, Patches entwickeln, ein Sprachpaket, aber ich würde sagen, wir machen einfach mal ein ganz neues Spiel. Auftrag, oder schauen wir noch kurz, was die Auftragsarbeit ist. Da haben wir aktuell eine Auftragsarbeit, ein Auftragsspiel. Also das ist wahrscheinlich so wie bei Game Dev Tycoon, quasi die Publisher-Aufträge und dann die Auftragsarbeiten, wo man was erledigt. Aber wir wollen natürlich was Eigenes machen. So, was haben wir denn? Spielename, das können wir uns dann anschauen. Spielegröße. Okay, da können wir aktuell eh nur ein B-Spiel machen. Und da sieht man auch, also wie gut das Spiel wird. Das müssen wir alles erst freischalten. Bei Game Dev Tycoon kannst du ja auch schon verhältnismäßig gute Spiele machen, ohne dass du was aktivieren musst. Aber da rennt das ein bisschen anders. Thema, genau das wollen wir. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben was mit Raumschiffe. Da haben wir Erfahrung. Aber wie ich würde sagen, wir machen was mit Rollen. Dann könnte man noch ein Unterthema, aber Trolle, Raumschiffe, Rockstars passt eigentlich nicht wirklich. Trolle ist eigentlich Trolle. Rollenspiel mag eigentlich doch jeder irgendwie. Denke ich mal. Hauptgenre wählen. Gut, wir haben halt immer noch bis jetzt Geschicklichkeit. Arcade ist rot, genau, das war das letzte. Denkspiel, Geschicklichkeit. Ja, gut, machen wir ein Geschicklichkeitsspiel mit Rolle. Aber ist irgendwie auch noch nicht ganz die Thematiken, wo mir wirklich was einfällt. Boxout, Sad Story, Punkman. Was nicht wie. Trolle. Nehmen wir es einfach Trolljäger. Ja, nehmen wir es Trolljäger. Wieso nicht? Und Engine, genau da haben wir nur quasi die ohne. So. Dann eine Plattform, da haben wir eh nur am Anfang den PC zur Auswahl. DevKits gibt es noch nicht. Was haben wir jetzt gesagt? Wir machen ein Geschicklichkeitsspiel. Da ist natürlich gleich, da ist Gameplay sehr wichtig. Also mehr wichtig. Story, Spiellänge. Story, brauchen wir das? Nicht unbedingt, aber gute Spiellänge. Atmosphäre. Dann Geschicklichkeitsspiel oder Funktionen. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen mehr auf Funktionen.
Wir machen es einsteigerfreundlich oder Spieltiefe. Wir machen es ein bisschen einsteigerfreundlicher und machen es casual-lastig. Bisschen mehr ein, oder lassen wir es? Ich meine, Core-Gamer, das sind ja die Erfahrenen. Oder lassen wir es in der Mitte, ja. So, ich glaube, da gibt es ja noch nichts, was wir uns anschauen können. Konzepte haben wir ja auch keine. Grando. Achso, da könnte man so ein Konzept quasi übernehmen. Wenn man schon ein Spiel hat, wo man weiß, ach, das hat gut funktioniert. Ja. Dann lassen wir es weiterrennen. So, auf was legen wir Wert? Grafik. Man braucht mal. Das ist ein Gameplay, wäre eigentlich bei so einem Spiel auch ganz wichtig. Dann nehmen wir ein bisschen was vom Sound weg. Von der Grafik weg und geben dafür. Machen dafür ein gutes Gameplay. Sprachen lassen wir auch zwei vorläufig. Aber ich glaube, wenn wir jetzt eine dazu nehmen, dann zahlen wir gleich 5000 mehr. Ja, lassen wir es mal so. Deutsch, Englisch. Das muss mal reichen am Anfang. Textausgabe, da haben wir eh nur die zur Auswahl. Und schon wird unser Spiel entwickelt. Wie schaut es mit unserem Geld aus? Wir haben 784.000. Was können wir denn hier noch so machen? Wir haben hier Räume, die wir noch bauen können. Objekte können wir kaufen. Personal einstellen. Immobilien kaufen. Bank. Aber aktuell sind wir noch alleine. PMP hat das Spiel Junk Worlds entwickelt. Gut zu wissen. Kann man sich das eigentlich wo anschauen, was die anderen so gemacht haben? Statistiken. Ja, da können wir uns mal die Charts anschauen. Die Wochencharts. Wir haben Grando und haben auch Shanghai Worlds von der Konkurrenz. Wochencharts. Oldtime-Charts. Ja. Und wir haben so neue Forschung. Grafik in vier Farben. Neue Forschung, Konsole. Ich glaube, da müssen wir erst ein Forschungslabor bauen. Wobei Geld hätten wir ja. Aber bis jetzt kam noch nichts von ihm, dass wir jetzt irgendwas machen sollen. Genau, da haben wir auch nochmal die ganzen Auftragsarbeiten. Kredit aufnehmen braucht man nicht. Verbindungen anzeigen. Aufheben, also das ist quasi. Da kann man die Wände ein-ausschalten. Upsala. Was haben wir hier Schönes? Im Chefbüro kannst du. Ah, Spiel ist fertiggestellt, Trolljäger. Die Arbeiten am Spiel wurden abgeschlossen. Schauen wir mal. Trolljäger. Die Arbeiten in diesem Spiel wurden abgeschlossen. Die Testmuster wurden bereits an sämtliche Spielemagazine verschickt. Möchtest du das Spiel selber produzieren oder über einen Publisher vertreiben lassen? In dem Fall natürlich über einen Publisher. Weil selber sind wir einfach noch zu klein. Was haben wir hier? Ein Bug ist drinnen. Gut. So, da haben wir die Publisher, die interessiert sind, das Spiel zu vertreiben. 5 Dollar, 5 Dollar, 4 Dollar. Es sind jetzt nicht so viele, die interessiert sind. Dann nehmen wir den ersten gleich, Kemco. Gewonnene Erfahrung, Trolle plus 1, Geschicklichkeit plus 1. Und Personal Computer plus 1. Das heißt, da haben wir jetzt schon zwei
zwei Sterne von den dreien. Übersicht, wie viele Spiele in den Genre gerade da sind, 0, das heißt, wir sind die Ersten. Du hast ein zweites Spiel veröffentlicht. Du kannst nun im Büro neue Dev-Kits kaufen, um für andere Plattformen Spiele zu entwickeln. Du hast ein zweites Spiel veröffentlicht. Um deine Spiele mehr Kunden anbieten zu können, solltest du parallel für mehrere Plattformen den Spiel entwickeln. Zweite Plattform steht nun zur Verfügung. Ah ja, das klingt natürlich auch nett. Okay. Irgendwie wollte ich auf Gameplay Wert legen, aber eigentlich Gameplay hat eine total miese Bewertung bekommen. Als Grafik war okay, eigentlich gut mit 82, Sound 58, Steuerung. Aber das Spiel war einfach scheiße. 29%. Da haben wir nicht unbedingt jetzt einen Verkaufsschlager abgeliefert. Ich trinke mal einen Schluck. Genau, wir haben ja hier Epic Games hat das Spiel Divide veröffentlicht. Genau, wir haben ja hier unser Hauptbüro. Dev-Kits erwerben, genau. Da wollte ich nämlich mal reinschauen. Für wen können wir denn da Dev-Kits erwerben? Gibt's alles Mögliche. Katari, das ist ja der Atari. Dann haben wir hier Apple 2, Apple 2 wäre auch interessant. Was kostet denn da ein Dev-Kit? 5000. Astro Arcade, Magma Olympus, Dinivision. Fairtech, aber da unten sind halt die Dev-Kits also schon relativ teuer, also Atari Dev-Kit kostet schon einiges. Aber es könnte was bringen, oder wir nehmen für ein Apple 2, das wäre recht günstig. Ja, kaufen wir uns da ein neues Dev-Kit. Und schauen mal, was können wir denn sonst noch machen. Wir können eine Engine erwerben, da gibt es derzeit keine. So, dann würde ich sagen, wir machen noch ein Spiel oder machen wir eine Auftragsarbeit. Schauen wir mal, was gibt es denn hier an Auftragsarbeiten, was wir machen können. Arbeitsaufwand 282 Punkte. Ich weiß jetzt halt aktuell nicht, wie viele Punkte wir so machen. Wir könnten sowas probieren, Beta-Test durchführen, 132 Punkte, 8 Wochen. Ja, probieren wir das mal. Neue Forschung, Genre, Rollenspiel. Wir sollten uns wirklich mal einen Forschungsraum holen. Was kostet denn der Forschung? Da reicht eigentlich auch. Den können wir hier unten in die Ecke machen. So 3x3, dann kriegen wir einen Computer rein. Ich denke mal, für den Anfang ist das mehr als ausreichend. Dann machen wir hier noch eine Türe. Und dann können wir den Raum noch einrichten. Genau, wir brauchen ja noch einen Arbeitsplatz. Ein Schreibtisch, Forschung selber gibt es ja nichts Direktes, oder was wir da machen können, nö. Dann machen wir einfach auch einen normalen Schreibtisch. Den können wir, wie war das, mit dem Mausrad, können wir den noch entsprechend drehen, no? Genau. Okay, und dann können wir das. So, dann machen wir das mal. Dann könnten wir ja probieren, dass wir mal einen Mitarbeiter einstellen. Was kosten die so? Was gibt es denn da für Leute? Enzio Wende, Norman Baumgartlinger, Salim Schollen, Soren Skifo, Kalistin Sorin.
Wo bräuchte man denn wen? Programmierung, wer ist denn da recht gut? Da wäre der gut 4000. Ja, du bist mal eingestellt. Ich setze dich mal ins Forschungsbüro. Und du darfst uns ein neues Feature, Grafik in vier Farben, ja, entwickel das mal für uns. Der Rollleger rennt gut. Ein Grando verkauft sich fast gar nicht mehr. Tell my wife, I had another wife. Okay, das ist gleich noch nicht alles übersetzt. Einige Fans. Kann man das irgendwo nachlesen? Die Info, die gehen mir zu schnell weg, ehrlich gesagt. So, Immobilien. Kann man irgendwo, vielleicht bei den Statistiken, Konsolen, Plattformen, Engines, Info und History. History, Marktanalyse, Fans. Okay, da sieht man die Fans. Die Firma, neue Forschung, Spiel fertig. Aber da sieht man nicht wirklich, was die letzten Infos waren, die reingekommen sind. Was haben wir hier noch? Auftrag fertiggestellt, Beta-Test durchführen. So, dann werden wir ein. Machen wir ein neues Spiel. Ja, machen wir ein neues Spiel. Was machen wir denn diesmal? Was haben wir denn noch nicht gemacht? Thema wählen. Wir haben Raumschiffe, Rockstars. Könnte man noch einen Untertitel, braucht man aber nicht. Hauptgenre. Geschicklichkeit, Denkspiel. Arcade ist rot. Ist der Kern der. Das Eliminieren von Gegnern ist der Kern dieses Genres. Je mehr Sterne, ist ja wurscht, machen wir trotzdem arcade-lastig. Engine haben wir noch nix. Lizenzen. Arcade, Untertitel ohne Engine. Zielgruppe. Also jetzt brauchen wir natürlich noch einen Namen. Schau mal. Hat er irgendwas Interessantes? Wie nennen wir denn das? Musik. Musik, Musik. Was haben wir denn? Nein, Musik. Ja, Musik. Nehmen wir es einfach nur Musik. Wieso nicht? Anfangs waren ja oft die Titel nicht sehr einfallsreich. Du hast noch keine Zielgruppe gewählt, das ist richtig. Ein Musikspiel. Erwachsene. Ach, machen wir es auch für alle. So, genau, jetzt können wir ja zwei Plattformen wählen. DevKits haben wir. Achso, da könnte ich noch zusätzliche DevKits erwerben, das braucht man vorläufig mal nicht. So. Gameplay. Story braucht man eigentlich beim Musikspiel überhaupt nicht. Ich probiere mal was. Atmosphäre, Funktionen. Einsteiger. Core, machen wir es. Casual, lastig. Machen wir aber auch einsteigerfreundlich. Atmosphäre ist vielleicht. Machen wir ein bisschen mehr Atmosphäre. Oder machen wir es vielleicht schon. Ja, machen wir es so. Brauchen wir sonst was? Nö. Das ist ein Musikspiel. Das heißt, wir könnten da mal runterfahren beim Gameplay und
steigern dafür, legen ein bisschen mehr Wert auf die Musik. Grafik, Technik ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Gameplay, wie gesagt, ich probiere da ein bisschen rum. Ja, machen wir es. Also, da haben wir noch ein Prozent. Machen wir so. Deutsch, Englisch. Ja. Da haben wir, glaube ich, PC, Speaker Sound. Alle Futures. Also, da können wir aber noch nichts umstellen. Ja, gut. Lassen wir so mal. Grafik in vier Farben, der arbeitet noch. Ja, wir brauchen dann eigentlich noch ein Spiel. Also nicht ein Spiel, ich meine, wir brauchen dann noch einen Mitarbeiter, Mitarbeiterraum und ein Klo. Würde man dann auch noch brauchen. Da würde ich aber sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder dann bei Mad Games Tycoon. Tschüss!